Hallo, liebe Freunde, und da sind wir wieder beim Mafia-Einspielen. Wir müssen ins alte Gefängnis auf den Turm gelangen, um den Politiker auszuschalten. Schön, dass ihr wieder einschaltet und dass ihr mir mein Fauxpas der letzten Folge verzeiht, wo ich leider draufgegangen bin. Hier unten, da wissen wir ja, kommt kein Gegner. Er ist eine Etage über uns. Wollen wir da schon mal hingehen? Hingefallen. Nicht, dass ich sehe. Ihr Bastard macht uns alle kalt. Schön, dass er aber auf uns schießt, ne? So. Hier war ja weiter nix. Hatten wir ja schon vorhin begutachtet. Müssen wir hier draußen lang gehen. Sind wir mal ganz fix. Dann müssen wir hier Pass rein. Auf, der will was von uns. Jetzt warten wir, bis die Melke kommt. So macht man das. Messer können wir wieder wegwerfen. Das können wir einfach nicht mitnehmen. So, dann müssen wir halt so wechseln. Und hier gehen wir ein bisschen voran. Du Ratte! Na, haben wir jetzt immer noch unser Mosin Nagant. Das können wir noch fallen lassen. So, jetzt gucken wir mal ins Inventar. Nehmen wir den erstmal auf. Laden den erstmal komplett auf. Pumpgun kann man immer gebrauchen. Hier füllen wir erstmal unsere Lebensenergie auf 100. Da unten sind wir reingekommen. Hier war weiter nichts. Da ist er. Da
und helf mir! Stirb! Haben wir den mit der Pumpgun auch besiegt. Sein Kumpel hier durchs Gitter geschossen. Erstmal in die Option, die man ziehen kann. Scharfschützenmodus. Ah. Mittlere Maustaste. Müssten wir erstmal einstellen. Wunderbar. Ich glaube bloß, wir müssen jetzt darüber springen. So nicht. Und dann müssen wir einen neuen Versuch aufwenden. So immer noch nicht. Schießen können wir damit. So immer noch nicht. Haben wir hier was übersehen? Das gibt's doch nicht. Man schließt einfach die Tür vernünftig. Ach ja. Man schließt die Tür vernünftig. Man haut den hier vom Boot runter. Und jetzt schießt man. Richtig ab. Ja.
Ja gut, jetzt haben wir es auch drauf. Wieder ein Unschuldiger. So, jetzt haben wir den Politiker, glaube ich, runtergeholt. Sollen wir zurück nach... Salieri fahren. Gut, der ist hier runtergestürzt. Hier geht es in den Innenhof, wo die Hunde sind. Leere Hände. Und so macht man das Level. Das Runterfallen war nur Spaß. Der Typ, von dem ich dir erzählt habe. Ich mach dich kalt. Haltet ihn auf! So. Warum sind die hinter mir her? Warum sitzt der in meinem Auto? Oh, Freunde des Bauarbeiters, wa? Kommt mal hierher. Dann eine Überraschung für euch. Er lebt noch. Jetzt muss ich hier nur noch den Atze da aus meinem Wagen kriegen. Ja. Oder ich nehme ihn einfach mit. Das ist ja ein geiles Easter Egg. Ja, das ist mir zum ersten Mal passiert. Sorry, da musste ich einmal husten. Und schon setze ich den Wagen in den Arsch. Nee, zum ersten Mal passiert es mir, dass hier einer drin sitzt. So. Kann ja auch nicht sein, dass der da einfach in mein Auto sitzen bleibt. Haben wir das auch gereinigt und geklärt. Bereinigt. Können wir wenigstens allein nach Bertone fahren. Will der nicht noch meinen super duper neuen Wagen kriegen, den ich gleich kriege. Ein schönes Geschenk. Kann doch nicht sein. Dachte ich mit einem falschen Film, als der da sitzen bleibt. Also wie gesagt, das ist mir auch noch nie passiert. Ich weiß, da gibt es im Pfeilfahren Easter Egg, wenn man in so einen Polizeiwagen steigt, dass die Polizisten, wenn man gegen die Hauswand fährt, dass die Polizisten immer rumlaufen, aber nicht wirklich was machen. Und sich ein Polizist dann auf den Beifahrersitz setzt, aber wir haben ja gesehen, das geht hier anscheinend auch. Wenn man abhauen will und setzt sich der eine zu einem ins Auto, der andere verfolgt einen. Also ganz kuriose Sache. Wahrscheinlich zum ersten Mal so dieses Easter Egg hier bei uns in den Videos aufgetaucht. Also ist es doch einfach nur zu liken lassen. Mal Lukas, was anliegt. Hallo. Und wie geht's dir denn heute? Ich komme gerade aus dem Knast. Das ist ja entzückend. Aber dafür haben wir keine Zeit, Tommy. Du musst einen Mann im Works Quarter abholen. Aber schnell. Die Bullen sind hinter ihm her und er weiß es nicht einmal. Wo? Da läuft sonst kein Mensch im Anzug rum.
Also wirst du ihn ohne Probleme erkennen können. Aber beeil dich. Wenn ihn die Bullen schnappen, ist er geliefert. Bring ihn her. Okay, schon unterwegs. Aber das mit dem Knast war kein Witz. So. Na gut, dass wir einen halbwegs schnellen Wagen haben. Wir müssen einmal ins Works runter. Ins Arbeiterquartier. Das war wieder haarscharf. Und jetzt zacken das. Alles für Luca Bertones Freund. Damit der ja nicht von den Polizisten gestoppt wird. Wir müssen selbst aufpassen, dass wir die Polizisten nicht an den Arsch kriegen. Dali. Und hoffentlich keine Polizei. Die können wir nämlich nicht gebrauchen. Sackgasse gibt es hier nur. Sie nehmen schnell. In U-Tür. Ab durch die Mitte. Und irgendwelchen Sackgassen und so kenne ich mich hier noch nicht so aus in der Mafia. Mein Gott, Vorsicht! Da musste man freie Fahrt hoch und runter gespielt haben, damit man da sich da auskennt mit. So, jetzt. Lukas schickt mich. Die Bullen suchen dich. Ich bring dich in Sicherheit. Scheiße! Wie haben die mich gefunden? Und jetzt schnell zurück zu Lukas. Pass auf! So. Mal auf dem Weg nach Lukas machen. Diesmal damit uns keine Bullen bemerken. Oder keine Polizei. Und Geschwindigkeitsgrenze. Ja, wenn Lukas uns nicht hätte. Wärst du jetzt
Knast, mein Kumpel, wo wir gerade rauskommen aus dem Knast. Aus einem ziemlich abgewrackten zwar, aber... Er erfüllt immer noch seine Bedingungen. Hat eine Bande Unterschlupf gefunden. Na, die Bande haben wir erstmal dezimiert. Gibt es jetzt auch nicht mehr. Was denn? So, und wir gucken jetzt mal, was für einen Schmankerl wir kriegen, Lukas. Der Toner. Ich sehe schon kommen, das hier wird eine lange Folge. Etwas längere als sonst. Aber dafür wiegt uns ja was. Ein schöner Wagen wiegt uns. Schauen, was wie viel wert Lukas Bertoner sein Freund ist. Was ist los, Lukas? Sie haben mitgekriegt, wer es war. Sie wissen, wo du bist, und ich habe gehört, dass sie dich heute schnappen wollten. Zum Glück ist alles gut gegangen. Ich könnte jetzt sitzen. Tust du aber nicht. Weil Tom zur Stelle war. Danke, das vergesse ich dir nie. War mir ein Vergnügen. Okay, setzt euch erstmal. Tom und ich haben einiges zu besprechen. Okay. Tommy, ich hab was Schönes für dich. Ein 16-Zylinder mit toller Karosserie. Ein echtes Sammlerstück. Und wo finde ich den? So ein Playboy in Oak Hill feiert heute eine Party. Er hat viele Gäste geladen und einer davon besitzt das Auto deiner Träume. Du knackst es wie jeden V16. Aber ansonsten ist es eher ein Kunstwerk als ein Auto. Es ist nicht zu übersehen. Da stehen heute eine Menge teurer Karren rum. Gut, danke für den Tipp. Ah, der Kumpel sitzt da erstmal. Na, dann wollen wir uns nochmal den schönen Wagen holen. Bei diesem Playboy. Der die Party feiert. Ob das wohl eine Anspielung sein soll? Auf die Playboy-Menschen? Wer weiß, wer weiß. Das sehen wir vor Ort. Was uns da Schönes erwartet. Okay, da müssen wir wieder auch hinten hochgurken. Gehen wir mal ein bisschen Hackengas. Damit wir auch mal schneller da hinkommen. Mhm.
hoffe ja, dass die Polizei uns nicht sieht. Ich bin aber nicht ein kleiner Schisser. Gut. Dass uns nur dieser Streifenpolizist fahren wollte. Jetzt machen die auch noch mal einen schönen Wagen kaputt. Das gibt es doch nicht. Aber wir können es kaum abwarten. Hier, er kann es auch kaum abwarten. Schiebt seinen Vordermann schon ein bisschen an. Genauso wie wir. Das schaffen wir. Ja, da sind wir in Oak Hill in dem reichen Viertel. Könnt ihr euch noch erinnern, als wir unseren Staatsanwalt hier besucht haben, der schön Villa vor uns? Wer kann sich nicht daran erinnern? Oh. Da bricht unser Wagen aus. Packen wir mal entgegen der Fahrtrichtung. Geht das? Er sagt schon den Wachen Bescheid. Los, da sind wir schon über alle Berge mit dem Wagen. Nicht kaputt machen wollen, fahren wir auch ganz langsam hier hinter der Polizei her. Hier überholen wir mal ganz dreist. Hier geben wir auch noch mal Gas. Haben wir so eine ausgefallene Karre hier. Da fallen wir mit auf. Oh, oh, oh. Lackkratzer. Na gut, dass ich heute so ruhig gestimmt bin. Wollen wir den auch mal ein bisschen ausfahren? Oh, da merkt man, wie der zieht. Zieht gut an. Hat auch ganz schön Dampf unter der Haube. Wieder sicher nach Hause. Über die gute alte Giuliano Bridge. Die wir die meiste Zeit benutzen. Weil sie einfach die zentralste Brücke ist. Am besten zu fahren.
wie ein Gewohnheitstier sind. Was wir eigentlich nicht sein dürfen als Mafia-Kinder. Weil sie uns sonst auch kriegen, wenn sie unsere Gewohnheiten rausfinden. So ist, dass unsere Gewohnheiten sonst rausfinden. Fahren wir mal durch den Giuliano. Durch den sind wir lange Zeit nicht mehr gefahren. Hier eine Abkürzung kennen, fahren wir einfach mal durch den Park. Mit dem Wagen dürfen wir das. Das erlauben wir uns einfach. Und durch diese Sackgasse hier fahren wir auch. Oder durch Sackgasse ist es ja nicht. Sackgasse. So sind wir schneller am Ziel. Und niemand vermisst uns. Schwierig die Kurve zu kriegen, aber wir haben es hinbekommen. Und so sieht unser neues Schlachtschiff aus. Da schaut selbst der Rolfi hier. Was brauchst du? Der Fuhrpark wird wieder voll. Lesetar V16 Apollyon Weiß. Der heutige Job ist die reine Erholung, Jungs. Da ist eine Importfirma, die jede Menge Luxusgüter aus der ganzen Welt ins Land bringt. Gestern ist wieder eine Schiffsladung von dem Zeug im Hafen angekommen. Und ein paar Dinge auf der Liste würden mir schon gefallen. Was haben die, was wir nicht haben, Boss? Naja, ich habe lange keine ordentliche Zigarre mehr geraucht. Und die haben fast eine Tonne davon. Zigarren? Ja, zwei Easter Eggs in dieser Folge. Was ist daran so seltsam? Die Kunden in unseren Nachtclubs möchten gute Qualitätszigarren rauchen, aber die sind teuer und schwer zu beschaffen. Wenn wir jetzt eine Wagenladung der besten Zigarren bekommen, verdienen wir damit so viel wie bei einem Banküberfall. Was? Oh mein Gott, bringt mir einfach eine Wagenladung. Pauli, erklär es ihnen. Okay, okay, okay. Hört zu. Pauli, was zum Teufel geht hier vor? Woher zum Teufel soll ich das wissen, Tommy? Wir müssen einfach nur einen LKW mit teuren Zigarren schnappen. Der Don will sie haben und wir kriegen Geld dafür. Also müssen wir sie beschaffen. Scheint mir nur ein zu kleiner Fisch für ihn. Vergiss es, Tom. Die Zigarren, die wir stehlen sollen, sind in Kisten verpackt am Hafen. Wir brauchen nur einen LKW, mit dem wir zum Hafen fahren. Und dann müssen wir da rein. Wie sollen wir vorgehen? Die Wache am Hafen ist jetzt ein wenig schärfer als zu Morellos Zeiten. Stimmt genau. Die harte Tour läuft nicht. Also ziehen wir das ganz cool durch. Wir schnappen uns einen der LKWs, während er Güter durch die Stadt transportiert. Auf ihren LKW steht in großer Schrift Atlantic Import. Wir warten einfach, bis einer aus dem Hafen kommt. Dem folgen wir zu einem ruhigen Örtchen ohne Bullen und versperren ihm den Weg. Mit ein paar Schüssen in die Luft holen wir den Fahrer raus. Sobald wir seine Papiere haben, kann einer von uns in den Hafen hinein. Und wir legen den armen Kerl um? Nee, das macht zu viel Ärger. Wir holen ihn aus dem Wagen und nehmen ihm alles ab, was er bei sich hat. Du fährst mit dem LKW zum Hafen, Tommy. Dort belädst du ihn mit den Zigarrenkisten und wir treffen uns an der verabredeten Stelle. Ich lade sie alleine auf, lade sie alleine ab. Und rauche vielleicht eine oder zwei. Und was macht ihr? Wir warten ein Stück vom Hafen entfernt an der verabredeten Stelle. Und wenn dich jemand verfolgt, dann kümmern wir uns um ihn.
Dann bringst du den LKW zum Übergabepunkt. Ja, okay. Und woran erkenne ich diese Kisten? Auf den Kisten steht der Schriftzug Scorsese Import Export. Und die verabredete Stelle? Wir fahren hin, ich zeig's euch. Ja, wir fahren zuerst dahin und dann holen wir uns den LKW. Na dann los. Noch ein kleines Easter Egg. Scorsese, Martin Scorsese. Ja. Wir trinken nach der Sperrstunde einen zusammen. So, wir sollen bei Vincenzo eine Waffe besorgen. Uns fällt natürlich dieser Leichenwagen jetzt hier vor der Tür auf. Was der zu bezwecken hat, niemand weiß es. Vielleicht kriegen wir das nachher noch raus von Ralphie. Aber vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Folge, die ja mit so allerlei gespickt war. Zum Beispiel mit Easter Eggs. Wenn ihr... Ich hatte es kurz angeschnitten in den Zwischenspann, auf Sams Stimme mal geachtet hat. Da hört er sich stark nach Pauli an. Naja, mal schauen, was uns noch in der nächsten Folge erwartet. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen Daumen oben da. Abonniert die Neon Green Monkeys. Drückt die Glocke, damit ihr kein Video von uns verpasst, von den Smitty und von mir, dem Papillon. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis denn. Bis zur nächsten Folge. Arrivederci. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.